Hallo, du wundervolles Seelenlicht da draußen. Ich freue mich riesig, heute einen weiteren Beitrag zum Channeling-Kongress fließen zu lassen. Ja, und es geht heute um ein ganz besonderes Thema, nämlich entfalte die Flügel deiner Seele und fliege für deine Werte. Wichtig ist auch, ein Bild davon zu haben, was du manifestieren möchtest. Und dann ist natürlich auch wichtig, dann, wenn Impulse reinkommen, das nicht abzutun und zu sagen, okay, das bilde ich mir nur ein oder das ist nicht richtig und das ist eine Illusion und so weiter. Nein, wenn es reinploppt und wenn es dich berührt und wenn es deine Seele berührt, ja, wenn jemand spricht und es berührt deine Seele, dann hat es was mit dir zu tun. Dann schau dir das im positiven oder negativen Sinne mal genau an. Ja, weil es gibt ja auch manche Sachen, die berühren dich im positiven Sinn. Da geht es darum, okay, das berührt mich jetzt, dafür möchte ich gehen. Oder auch, es berührt dich und schmerzt dich und es fühlt sich komisch an und dann schau dir das auch genau an, denn es hat was auch mit dir zu tun. Freu dich darüber, wenn dir das passiert, weil genau das, wenn es dir passiert, dir zeigt, dass es da noch etwas gibt, was gelöst werden darf. Ich empfange dich und euch mit der unendlichen Liebe meines Herzens, meines Lichtes. So bin ich Isis, Hohenpriesterin, Mondgöttin, Lehrerin, geliebte Mutter. Alles im einen. Und so möchte ich dir heute auf eine spezielle Art und Weise meine Weisheit weitertragen. Mit meinen goldenen Flügeln. Segen über dir und Segen über deinem Sein. Segen über diesen Tag.